Klingblim ist ein Pokémon mit dem Typ Psycho, existiert seit der 4. Spielgeneration und kann sich zu Palim Palim weiterentwickeln. Klingblim ist ein kleines gelbes Pokémon, das einem Glöckchen ähnelt. Sein Körper ist kugelrund und weist kurze Ärmchen und Beinchen auf. Das Gesicht besteht aus zwei schwarzen ovalen Augen und auch die Wangen werden durch zwei schwarze Kreise definiert, welche sich an den Enden des breiten Mauls befinden. Auf dem Kopf sitzt eine kleine Kugel, aus der länglich rot-weiß gestreifte Bänder wachsen und in seiner Scheinform sind die Bänder orange-weiß gefärbt. Dabei nutzt es vor allem eine Mischung aus Status, physischen und speziellen Attacken, die meist vom Typ normal sind, wie Gainer, Zuflucht, Zwango oder Aufruhr. Die Fähigkeit, die es hat, ist Schwebe und sorgt dafür, dass es volle Immunität gegen alle Bodenattacken erhält. Klingblim trägt in seinem Maul eine Kugel, die beim eiligen Herumhopsen klingelnde Laute erzeugt. Menschenohren können die Töne in der üblichen Frequenz nicht wahrnehmen, doch wenn Klingblim zu schreien beginnt, können die hochfrequenten Töne Taubheit auslösen. Es ist schwer zu beruhigen, wenn es einmal ins Schreien geraten ist, macht es sich auch da seine Stimme in Kämpfen, zum Beispiel eben für Aufruhr zunutze. Dabei ist Klingblim der erste Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und kann sich zu Palim Palim weiterentwickeln. Es gilt als Baby-Pokémon und um einen Klingblim zu züchten, muss das zur Zucht verwendete Palim Palim das Item Scheurauch tragen. Seit der 9. Spielgeneration entfällt diese Bedingung. In den Spielen wird die Entwicklung von Klingblim zu Palim Palim durch einen Levelaufstieg mit hoher Freundschaft ausgelöst. Die Hauptcharakteristika von Klingblim, welche durch den runden Kopf mit kleinen, kurzen Armen, Beinen und das gelb-rot-weiße Farbschema definiert werden, bleiben den Pokémon in beiden Entwicklungsstufen erhalten. Auffällig ist jedoch, dass der größte Anteil Klingblims Körper die Farbe gelb besitzt, während Palim Palims Körper hauptsächlich hellblau ist. Die zwei rot-weißen Ohren verändern sich zu einer gelben Saugkappe und durch die Entwicklung wächst dem Pokémon ein langer, breiter Schweif. Und abschließend mit seinem Typen ist es durch die Fähigkeit Schwebe zum einen immun gegen Bodenattacken, nimmt zudem halben Schaden gegen Kampf- und Psychoattacken, doppelten Schaden gegen Käfer, Geist- und Unlichtattacken und der Rest macht normalen Schaden.